Herzlich willkommen im Zoo der Minis in Aue. Der Zoo der Minis und im Hintergrund ein Gorilla. Was soll das? Ganz einfach. Der Zoo der Minis hat also die kleinsten Tiere ausgestellt. Einer gewissen Gruppierung die kleinsten oder die kleinsten in einer gewissen Gruppierung und die größten als Skulptur. Ja, der Gorilla gehört also zu den oder ist der größte Primat, den es gibt auf unserer Welt. Und wir schauen uns jetzt mal den kleinsten an. Jetzt sind wir also angekommen bei unserem Zwergseidenäffchen. Das hier vorne, den kleinen, den man da sieht, das ist der Raoul. Der Raoul, das ist ein Neuzugang, der kam also aus Dortmund, ist da zu uns gekommen und er hat sich schon prima eingelebt. Und wir gehen auch gleich mal rein. Nur kurz vorher noch die Erwähnung, dass wir also auch die Beschilderung dazu haben, um zu erklären, was ist der größte Vertreter einer gewissen Gruppierung und eben der kleinste, der bei uns dann in Natura ausgestellt wird. Aber jetzt lassen wir die nicht länger warten, die scheinen nämlich Hunger zu haben. Wir gehen mal rein. So, wir sind jetzt angekommen im Gehege. Hier oben hängt unsere Bahia. Das ist also das Tier, was wir schon vorher hier hatten. Und ganz da oben in der Ecke, da so neugierig guckt, das ist der Raoul aus Dortmund. Ja, wir wollen die also jetzt mal versuchen, ein bisschen an uns zu gewöhnen. Er ist noch nicht so lange hier, 2 Wochen jetzt erst. Und wir versuchen also mit Mehlwürmern aus der Hand, den dazu zu bringen, dass er uns vertraut. Derzeit ist es eh ein bisschen schwierig, denn auch in Dortmund war ja Corona oder ist Corona. Und die haben dort alles abgesperrt. Deshalb sind die Affen bei denen allgemein sehr schüchtern gerade. Das haben wir also über Dokumente erfahren, die wir mit dem Affen mitbekommen haben. Und ja, da müssen wir also sehr vorsichtig und ruhig an die Sache rangehen, in der Hoffnung, ja, er verliert seine Scheue wieder und frisst uns dann auch aus der Hand. Das wollen wir jetzt mal probieren. Na gut? Magst du auch einen? Nee. Na gut, hier? Sei doch nicht so. Da, bitteschön. Doch. Komm. Komm, Raoul. Ja? Keine Angst. So viel also zu den Zwergseidenäffchen aus Südamerika. Wir haben jetzt also ein Pärchen, was sich hoffentlich auch bald fortpflanzen wird. Das ist ganz normal bei denen. Da finden sich in freier Natur wie im Zoo ein männliches und ein weibliches Tier. Die bilden dann ja ein Paar und daraus entsteht dann eine Familiengruppe. Die kann durchaus bis 15, 16 Tiere groß werden. Und die kümmern sich dann alle zusammen um den Nachwuchs. Ja, die kriegen oftmals oder meist Zwillinge, die am Anfang natürlich nur von den Eltern aufgezogen werden. Und wenn dann aber das zweite Mal geworfen wird, dann kümmern die Ersten sich schon mit. Das ist also wie eine große Familie. Die Geschwister lernen dadurch also die Aufzucht. Hoffen wir also das Beste und in diesem Sinne auf Wiedersehen aus dem Zoo der Minis.